Nochmal den Sprechtest. Könnt ihr mich noch gut verstehen? Kurzes Feedback bitte. Okay. Wunderbar. Also dieses Video, ich mag es. Ich sage immer die alles verändernde Messe. Wie sie das Ganze verändert, ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen, wenn Junitzki sein Statement abgibt, näher erfahren. Und ja. Das erste haben wir ja schon mitbekommen, was es verändert hat, nämlich, dass hier die ersten Millionen geflossen sind daraus. Aber es kommt noch viel, viel mehr. Darauf könnt ihr euch verlassen. Und soweit ich gehört habe, soll eben Anfang Mai ein Statement hierüber sein. Ich glaube, um die 40 Minuten. So. Aber erstmal einen wunderschönen guten Abend nochmal, wer mich noch nicht kennt. Mein Name steht ja hier, Rosemarie Kirner. Und ich begrüße euch recht herzlich zu unserem heutigen Webinar. Es wird sich vielleicht in Zukunft ein bisschen, wie gesagt, verändern, sobald wir eine Website umgestellt haben und ein Basiswebinar online haben. Aber ansonsten, solange bleibt es noch dabei, dass ich einfach die Hauptinformationen immer weitergebe. Um was geht es natürlich? Um diese Technologie, diese innovative SkyWay-Transporttechnologie, die im Moment sehr für Aufsehen sorgt, ganz besonders eben hier auch in Dubai auf dieser Messe. So viel kann ich euch schon verraten. Die Emirate haben jetzt das Potenzial erkannt. Und was daraus entstehen wird, das werden wir demnächst erfahren. Wir warten ja schon alle gespannt drauf, aber der Tag wird kommen und je länger das es dauert, desto mehr wächst die Spannung. Ja, ich will euch heute natürlich wieder das Basiswissen vermitteln, aber natürlich so kurz wie möglich, denn ich denke, größtenteils sind es Partner, die das Ganze schon wissen. Trotzdem verläuft sich der eine oder andere wieder neu zu uns. Und deshalb muss das eine oder andere einfach immer wieder erwähnt werden. Ich gehe jetzt hier nicht auf die einzelnen Details ein, sondern beginne gleich mit Ihnen, unseren Anatoly Eduardowitsch Junitzki, der ja auch in diesem Monat seinen großen Tag gefeiert hat. Kommen wir noch dazu. Er ist ja sehr, sehr erfolgreich, seit 40 Jahren beschäftigt mit der Skyway-Transporttechnologie, ursprünglich hier mit seiner Idee Spaceway, die einfach einen Gürtel um die Erde herum bilden soll, wo einfach Transport und alles, was der Umwelt schadet, um die Erde herum gebaut werden soll. Schauen wir mal, wann er das Ganze verwirklicht. Aber er wird es, wenn er es erleben darf, mit Sicherheit durchziehen. Er ist Mitglied des Bundesverbandes der Astronautik. Er kommt ursprünglich aus dem Transportwesen, aber auch hat zu tun mit Astronautik, Kosmonautik. Und daher auch diese Ideen eben mit dem Transport verknüpft mit dem Weltall. Dann ist er auch noch Erfinder, ist er noch Mitglied des Russischen Öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften. Das spiegelt sich eben in seinem ganzen Konzept wieder, in seinen Ökohäusern, in der Idee, wie wir eben in dem Bild so schön gesehen haben, die Erde soll wieder grün werden, Transport gehört in die zweite Ebene, da spiegelt sich einfach alles hier wieder, weil er einfach sehr, sehr naturverbunden ist und auch naturwissenschaftlich unterwegs ist. Und dann ist er natürlich der Erfinder und Chefingenieur der Skyway String Transporttechnologie, an der er mittlerweile seit 40 Jahren arbeitet. Er hat zahlreiche Patente aus allen Bereichen, aus der Technologie, natürlich die Anerkennung auch von Russland, die notwendig ist, eben um Fördergelder zu bekommen. Er hat jegliche ISO-Zertifizierung, er hat den Golden Chariot schon bekommen, Patente aus allen möglichen Ländern schon für die Fahrzeuge und auch für die Architektur, das heißt, dass es selbst bauen darf. Man hat sich mittlerweile das Markenzeichen schon eintragen lassen von Skyway. Dann hat er auch in Deutschland schon die ISO-Zertifizierung, nämlich vom TÜV Thüringen bekommen, was ja auch ganz, ganz hoher Standard bedeutet, eben für das Unternehmen selbst, für die Unternehmensführung, für die Rechnungslegung und das Ganze sehr, sehr wichtig. Wer sich hier damit befassen will, kann gerne mal darüber googeln, aber eben nach dem höchsten Standard,
überhaupt, nämlich nach deutschen Maßstäben. Und das muss man ihm sagen, also sie verstecken sich nicht, sie geben sich hier wirklich Mühe. Dann sind 7 Objekte von Skyway im staatlichen Immobilienregister eingetragen in Belarus. Man ist mittlerweile Mitglied im Internationalen Verband des öffentlichen Personennahverkehrs in Brüssel, das heißt in Europa geworden, was ihm ja damals in Indonesien, glaube ich, nahegelegt worden ist. Er sollte das machen, das ist wichtig, um auch Beratungen zu bekommen, Fördergelder und so weiter. Also auch das alles schon. Und nun kommen wir dazu nochmal, was denn Skyway überhaupt ist, für diejenigen, die jetzt neu dabei sind. Gut, Skyway selber ist eine Transporttechnologie, eine ganz neue Bauart, nicht vergleichbar mit allem, was wir haben. Das Einzige, was vergleichbar ist, dass es sich auf der zweiten Ebene bewegt, wie zum Beispiel die Einschienenbahn, Magnetbahn oder die Seilbahnen. Aber das ist schon auch das Einzige, was sie miteinander verbindet. Sondern es ist eine ganz, ganz neue Art, eine vorgespannte Strings, aber das erkläre ich dann nochmal bei der Technik. Und wie gesagt, auf der zweiten Ebene in der Höhe von 2 bis 100 Metern möglich, was ja ganz besonders auch im Gebirge oder in Großstädten ganz interessant ist. Und das Ganze kann man ganz besonders hier bei dieser starren Konstruktion auch multipel nutzen. Das heißt, man kann hier noch Internetkabel, Stromkabel und so weiter mit integrieren. Das werden wir dann bei der Technik nochmal sehen. So, wo liegen die Vorteile bei Skyway? Natürlich ganz, ganz wichtiger Punkt in der Verkehrssicherheit. Wir haben hier keine Kollisionsgefahr, hohe Stabilität der Schienenfahrzeuge, einfach durch die ganze Bauart. Kommen wir noch dazu. Hoher Schutz vor Überschwemmungen, Stürmen, auch vor Erdbeben, auch vor Terror. Durch den Aufbau der Schiene kommt das auch. Das Ganze lässt sich nicht so einfach sprengen, weil es einfach verschiedene Verbundarten hat, verschiedene Stoffe in sich integriert hat und somit kann man das Ganze nicht so einfach wegsprengen. Und dadurch, dass es eben auf der zweiten Ebene, es gibt auch wesentlich weniger Verkehrstote, weil einfach die Kollision ausgeschlossen ist und das Ganze ist auch noch automatisch gesteuert, sodass menschliches Versagen auch noch ausgeschlossen ist. Dann kommen wir zum Thema Umweltfreundlichkeit, ein wichtiges Thema in der heutigen Zeit. Junitzki sagt, wenn wir so weitermachen, dann wird die Erde bald völlig zerstört sein mit diesen Industrie, mit diesen Emissionen, mit diesen Ausstößen von Giftstoffen. Und deshalb ist das ein ganz wichtiger Punkt. Auch keine staubbildenden und umweltschädlichen Erdassübe, wie zum Beispiel beim Straßenbau. Weil nehmen wir die Emirate, ja, wo sehr viele Wüstengebiete sind. Wenn das alles noch zugepflastert wird durch Straßen, dann hat man ja nur noch Wüste und Straßen. Das bisschen Grün wird dann auch noch zerstört. Was aber auch in Ballungsgebieten wie bei uns zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen eine wichtige Rolle spielt. Man braucht hier Grün. Wenn man Berlin zum Beispiel anschaut, die haben noch sehr, sehr viel Grün, was aber in Nordrhein-Westfalen oder so definitiv nicht mehr der Fall ist. Dann keine Störungen von Tierwanderungen, die können sich bequem unten drunter fortbewegen. Die Frösche brauchen wir auch nicht schützen, die können nämlich auch unten drunter vorbeiquaken, ohne dass sie eben durch ihre Wanderungen zerstört werden oder überfahren werden wie bei den Autos. Kein Abgas, Tauwetter, Reifenabrieb, was im Winter auch eine Rolle spielen oder Reifenabrieb auch im Sommer. Keine Eingriffe in den Grundwasserspiegel, auch wichtig, weil diese Pfeiler, die können leicht umspült werden, aber nehmen nicht viel Platz und stören hier das Ganze nicht. Niedrigster Energiebedarf ist natürlich auch wichtig, weil das Ganze wird nur mit erneuerbaren Energien betrieben. Und je weniger das wir brauchen, desto weniger muss man auch eingreifen. Eben in die Natur, wie zum Beispiel beim Erdöl, das wird irgendwann mal zu Ende sein. Was geschieht dann? So, dann ist das Ganze sehr komfortabel. Die Strecken selber, das werden wir gleich nochmal sehen, das Ganze ist sehr, sehr eben, geringe Fahrgeräusche. Das sehen wir jetzt auch ständig bei den Tests im Ökotechnopark. Kommen wir heute noch zu einem Beispiel. Dann kurze Wartezeiten. Das Ganze ist so, die Bahnen fahren hier zum Beispiel rein. Dann sind hier drinnen Lager von Fahrzeugen. Die Leute steigen aus, wollen vielleicht in eine andere Richtung. Das ist automatisch gesteuert. Man spürt, aha, hier ist jemand, der möchte fortbewegt werden. Das Fahrzeug kommt automatisch an. Es gibt keine festen Fahrpläne. Man kann einsteigen und man kann die Richtung wechseln und in eine andere Fahrtrichtung sich bewegen. Muss vielleicht den Aufzug benutzen nach unten oder nach oben, aber ganz bequem. Es gibt keine Kreuzungen,
Somit haben wir auch die Kollisionsgefahr ausgeschlossen. Dann dadurch, dass es computergesteuert ist, kein menschliches Einwirken, kein ruckartiges Fahren, alles einfach wesentlich bequemer wie bei herkömmlichen Fahrmöglichkeiten. Aber das Wichtigste ist und bleibt, was helfen uns die ganzen Vorteile, wenn es nicht bezahlbar ist? Und das interessiert natürlich die Errichter, das sind die Länder oder die Investoren, Großinvestoren und so weiter. Da geht es eben um die Baukosten, um die Betriebskosten, wie schnell amortisiert sich das Ganze. Und auch das ist eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Vorteil von Skyway. Wir sehen hier ja immer im Vergleich die anderen Transportwege, nur die Eisenbahn, die ja relativ günstig ist noch im Verhältnis, zum Beispiel die Magnetbahn, die ja oft im Vergleich hergenommen wird, hier 18-fach oder bei den Betriebskosten 30-fache Kosten. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir hier uns im Milliardenbereich bewegen, dann ist selbst die Eisenbahn, die das Doppelte ausmacht, nämlich 200% im Vergleich zu Skyway, das Doppelte. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich 1 Milliarde brauche oder 2 Milliarden, ob ich 10 brauche oder 20 Milliarden. Ich denke, da sind wir uns einig. So, warum sind hier diese Baukosten so niedrig? Na, aufgrund des niedrigen Flächenbedarfs, das können wir ja ganz klar nachvollziehen. Die Bahnhöfe sind schon sehr klein, weil man hier ja keine langen Wartezeiten hat. Das Ganze haben wir gerade festgestellt, ist nicht nötig, weil automatisiert festgestellt wird, halt, da ist ein Passagier, der möchte von A nach B und dann kommen die Fahrzeuge, es gibt keine festen Pläne. Dann geringe Kosten für Erdarbeiten. Natürlich auch hier diese Pfeiler machen nicht so einen Aufwand, wie wenn ich jetzt eine Straße baue oder wie wenn ich Schienen verlegen muss. Ganz anderer Aufbau. Dann wesentlich geringerer Bedarf an Stahl und Stahlbeton. Das sehen wir dann, wenn wir uns die Schiene nochmal genauer anschauen. Bei den Betriebskosten ist natürlich ganz besonders wichtig der niedrige Kraftstoffbedarf. Der liegt zum Beispiel, wenn man mit Generatoren betrieben das Ganze also nutzen würde. Das heißt, man müsste den Strom über Dieselmotoren betreiben. Dann liegen wir hier bei 100 Kilometer unter einem Liter. Das sehen wir dann nochmal. Oder das Ganze wird natürlich über Sonnenenergie, über Windenergie mit integriert. Die haben ein völlig autonomes System, wie sie die Energie eben selbst herstellen bei Skyway und so, dass wir diesen geringen Bedarf auch noch selbst herstellen. Im Gegenteil, teilweise durch Highspeed-Bahnen kann sogar noch eine Überproduktion stattfinden. Also auch hier natürlich wesentlich geringere Kosten und das Ganze spiegelt sich natürlich dann später auch für uns als Passagiere nieder. So, dann ist das Ganze allwettertauglich, egal welches Wetter, ob es stürmt, ob es schneit. Das Ganze, die Bahn kann immer fahren. Das hat man auch getestet. Selbst bei ein paar Zentimeter Eis würde das keine Rolle spielen. Das würde es aufgrund der filigranen Schiene, wird sich das Ganze nicht halten und könnte verdrängt werden. Also auch hier keinerlei Einschränkungen, wie zum Beispiel bei der Eisenbahn. Wenn alles eingeschneit ist, wird es hier schwierig. Automatisch gesteuert, kein Personal notwendig für die Steuerung, deshalb ein bedienarmes System. Und natürlich können wir hier hohe Geschwindigkeiten erreichen. Man sagt bisher bis zu 500 Stundenkilometer. Da habe ich auch noch was Neues heute dazu. Das Ganze spielt dann natürlich in alles in allen. Da führt es dazu, dass es zu einer schnellen Amortisation kommt, hohe Rentabilität entsteht dadurch und das ist natürlich für die Errichter und für die Investoren ganz besonders interessant. Also wenn es ruckelt, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass es eine WLAN-Verbindung ist. Oder hat noch jemand Probleme damit? Ich denke, das ist wieder individuell, weil wenn man über WLAN angeschlossen ist, kann das schon manchmal passieren. So, und jetzt schauen wir uns nochmal die Technologie an. Wir haben hier eine ganz spezielle Schiene. Das ist die Ursprungsschiene. Man sieht hier in der Mitte, das ist ein Bündel vorgespannter Stahlseile. Ja, also was heißt vorgespannt? Man weiß ja, wenn man zum Beispiel eine Gitarrensaite nimmt, wenn die Gitarrensaite gerollt ist und so weiter, dann könnte man sie so biegen und könnte man sie auch zerstören und zerbrechen. Ist sie aber extrem gespannt, dann ist es nicht so. Dann kann man sie extremst belasten und sie wird nicht zerstört. Und dieses Wissen hat man sich zunutze gemacht,
und habe diese Seitentechnologie, diese Vorspannung genutzt, um eben Stahlseile damit vorzuspannen, extrem vorzuspannen. Und dadurch kommt eine hohe Belastbarkeit. So, also wir haben hier in der Mitte diese vorgespannten Stahldrähte, umgeben von einem Befestigungselement. Und hier sieht man schon, das ist keine Stahlschiene wie bei der Eisenbahn, sondern wir haben hier diese Leerräume. Hier haben wir außen her dieses Gehäuse, dieses Schienengehäuse, innen diese Befestigung. Und diese Leerräume hier, die sind gefüllt mit einem Spezialbeton, der einerseits die Schwingung, die bei Stahl ja vorhanden ist und sehr laut ist, unterdrückt und natürlich auch die Festigkeit herstellt, aber andererseits auch noch eine Substanz enthält. Und diese Substanz führt dazu, dass die Schiene nicht rostet. Und so kommt es, dass diese Schiene eine Haltbarkeit, man spricht davon, von etwa 100 Jahren hat, ohne dass sie erneuert werden muss. Und obendrauf haben wir noch diese sehr, sehr breite Stahlkopfschiene, die auch sehr, man sieht sie ganz deutlich, sehr flach, sehr eben ist und dadurch natürlich relativ wenig Rollwiderstand ist. So, durch Tests im Ökotechnopark hat man dann festgestellt, wenn man hier diese vorgespannten Stahlseile auch noch verdreht und ein bisschen anders anordnet, dann kann man noch eine viel höhere Belastung erreichen, nämlich das Vier- bis Fünffache. Das hat man eben im Ökotechnopark in Minsk schon bei den Tests, bei den Zertifizierungen festgestellt. Und das sieht dann hier in Natur so aus. Das hier ist zum Beispiel so ein Bündel da. Und somit hat man das Ganze eben durch Tests schon wieder weiterentwickelt und eine viel höhere Belastbarkeit, ich glaube von 18 Tonnen auf 90 Tonnen erreichen können. So. Und jetzt ist man natürlich schon wieder am Weiterentwickeln. Man hat ja, also Junitzki hat herausgefunden, dass wenn er diese neuen Stoffe verwendet, nämlich diese Kevlar-Nanotechnologie oder Kohlefaserkunststoffe, die wesentlich leichter sind. Dadurch hat man wesentlich weniger Durchhang, weil ja weniger Gewicht da drauf ist. Und durch das, dass der Durchhang weniger ist, braucht man auch nicht zu so extrem spannen. Oder wenn man extrem spannt, dann kann man natürlich viel, viel höhere Reichweiten erreichen. Und das ist natürlich sehr spannend und sehr interessant, zum Beispiel auch in Gebirgen oder auch zwischen Hochhäusern oder um einfach höhere Distanzen zu erreichen und diese Zwischenpfeiler nicht einsetzen zu müssen. Also auch hier zum Beispiel bei einer 5-Kilometer-Strecke, hat man beim Durchhängen durch diese Fasern, die man allerdings nur bei Leicht- oder Halbstangenkonstruktionen verwendet, hier einen Durchhang von einem Zehntel, ja, bei 5 Kilometern. Und das ist natürlich enorm, ja. Also wie gesagt, weniger Spannung nötig und größere Abstände sind möglich. Und natürlich ein extremer Gewinn. Und hier haben wir noch die Zugbelastung, hier schon mal das Fünffache von 10.000 Kilometer pro Quadratzentimeter geht das Ganze eben auf 50.000 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Also das Fünffache an Zugbelastung und ein Zehntel nur an Durchhang. Also so, dass wir natürlich wesentlich größere Distanzen erreichen können. Aber wie gesagt, das wird man nur verwenden bei der Leichtkonstruktion, das heißt bei der flexiblen und bei der Halbstangenkonstruktion. Was ist das? Das schauen wir uns jetzt auf der nächsten Seite an. Also es gibt hier diese halbstarre Konstruktion, sieht man hier. Dann hier diese flexible Konstruktion und das ist hier die starre Konstruktion. So, fangen wir oben an. Hier die flexible, die kann man zum Beispiel verwenden zwischen zum Beispiel zwei solchen schwimmenden Inseln oder zwischen Hochhäusern oder wenn man Türme zum Beispiel auch im Hochgebirge einbaut. Da kann man nämlich zwischen diesen Türmen hier die Gravitation, das heißt die Erdanziehung ausnutzen. Und man kann von A nach B aktuell bis zu 4 Kilometern, aber das wird sich sicher noch erweitern oder sogar 5 Kilometer mittlerweile, kann man das so berechnen, dass man, wenn man das Ganze in die Tiefe lässt und dann wieder nach oben, der Widerstand, das bremst ja automatisch, dann kann man das so berechnen, dass man hier wesentlich weniger Energie bedarf. Nur ein bisschen was, um in Schwung zu kommen, aber eben wesentlich weniger, also fast nichts,
was an Energie benötigt wird. Und das ist natürlich interessant, wenn ich keine Energie benötige, um von A nach B zu kommen, dann sind auch die Transportkosten weniger. Und das bezieht sich natürlich vor allen Dingen auf den Personenverkehr. Aber ich kann mir auch vorstellen, auf leichten Frachtverkehr, dass es auch hier möglich wäre. So, dann haben wir die halbstarre Konstruktion. Das haben wir hier im Ökopark, diese Schiene hier. Das ist eben auch diese Halterung, die das Ganze eben hat. Und hier sieht man, hier oben ist zum Beispiel dieser String oben. Wir haben eben das Bild gesehen, da war es auch überall verteilt. Man kann es nach unten verteilen. Das ist einfach hier in der Schiene selbst entsprechend verlegt, sodass einfach durch den Zug versucht sich ja die Schiene immer eben zu ziehen. Und wenn dann Druck drauf kommt, hier haben wir einen leichten Buckel, wenn dann das Fahrzeug drüber fährt und Druck drauf kommt, dann drückt es automatisch runter und der Zug zieht es aber wieder nach oben, sodass wir einfach immer eine ebene Schiene haben. Brauchen wir uns nicht merken, ist Sache der Ingenieure, nur dass man einfach versteht, warum das hier so komisch aussieht. So, und dann haben wir natürlich noch, übrigens bei diesen Schienenarten kann man bis zu 150 Stundenkilometer aktuell fahren. Vielleicht wird man auch ein bisschen mehr erreichen, aber im Moment sind wir noch so. Dann gibt es die starre Konstruktion, die wird zum Beispiel benötigt für Highspeed oder für Schwerlast. Und hier sieht man schon, hier, das ist eben diese starre Konstruktion. Hier hat man Rohre, hier kann man es auch deutlich sehen. Und hier könnte man eben zum Beispiel Glasfaserkabel, Stromleitungen, Telefonleitungen und so weiter mit integrieren und man braucht nichts extra noch Leitungen verlagern. Ist natürlich draußen in der Prärie sehr, sehr vorteilhaft, weil man nicht extra noch alles aufgraben muss. Und hier kann man auch Geschwindigkeiten aktuell bis 500 Stundenkilometer oder mehr, wenn später mehr machbar ist, auch erreichen. Und bei der starren Konstruktion ist noch interessant, man fährt hier oben zweigleisig, aber man kann auch unten eingleisig oder zweigleisig ebenso noch zeitgleich andere Fahrzeuge fahren lassen. Oben zum Beispiel die Highspeed oder Fracht und unten fährt hier zum Beispiel Unibike, wie das hier, oder Unibus, also die Einschienigen. Aber es gibt auch Zweischienige, können also auch fahren. Alles ist möglich. So. Und dann schauen wir uns nochmal von der Technologie an. Wir haben jetzt uns die Schiene betrachtet, die einzigartig ist. Sehen wir hier nochmal einen Querschnitt, sehr breitflächig im Vergleich zum Beispiel bei der Eisenbahn. Ja, wir haben hier ein Eisenbahnrad. Ihr kennt ja hier diesen komischen Schnabel her. Das ist zum Beispiel dieser Querschnitt. Und das Eisenbahnrad, dieser Schnabel hier, ja, der sorgt dafür, weil der links und rechts ist, dass der Zug nicht entgleisen kann. Der Nachteil bei der Eisenbahn ist, erstens mal ist das Ganze alles aus Stahl und zweitens mal ist hier eine sehr punktuelle Belastung. Und man weiß eben, dass der Stahl ab einer Belastung von 500 Megapascal eben anfängt zu verschleißen. Und ganz besonders dann bei hoher Frequentierung kann es sein, dass alle Jahre eben die Schienen eben abgeschliffen werden müssen oder erneuert werden müssen. So, aber und warum ist das so? Eben wegen dieser punktuellen Belastung. Zudem sieht man auch noch, dass es hier nicht ganz eben aufliegt. Und auch das sorgt natürlich zu einem ungleichmäßigen Abnutzen. So, bei der Skywebahn sieht das ein bisschen anders aus. Hier haben wir hier diese breite Auflagefläche, weil wir zum Entgleisen hier eine ganz andere Konstellation haben. Nämlich nicht hier so ein Schnabel, sondern wir haben an der Seite, hier ist das Motorrad, ein spezielles Motorrad. Hier liegt es auf, hier ist der Motor drinnen und hier ist nochmal eine Befestigung und hier ist noch ein kleines Rad links und rechts. Und dieses Rad sorgt dafür, dass das Fahrzeug eben eingespannt ist. Ja, dass es richtig fest eingespannt ist und eben der Zug nicht entgleisen kann. Weder links noch rechts. Und so brauche ich diesen Schnabel hier nicht. Und auch das liegt hier sehr ebenflächig auf, genauso wie oben diese Räder. Was ist der Vorteil davon? Dass hier nur ein Druck von 200 Megapascal entsteht, im Vergleich hier zum Beispiel von 1000 Megapascal. Und ab 500 Megapascal beginnt der Verschleiß. Das heißt, bei Eisenbahn extrem drüber, beim Skywebahn extrem drunter. Und so haben wir hier eben durch diese Konstellation keinen Verschleiß an der Schiene.
Also, eben die Leichtlauf, dann haben wir noch die Motorisierung im Rad. Das heißt, wir haben hier Allradantrieb. Jedes Rad ist selbst motorisiert. Wir haben keinen Verlust durch ein Getriebe, denn das sind Elektromotoren. Es gibt hier keine Getriebe, denn Getriebe, das hier spielt sich alles in diesem Motorrad ab. Und somit haben wir keinen Getriebeverlust. Und eine volle Ausnutzung. Man weiß ja, bei Elektromotoren hat man zwischen 95 und 99% Ausnutzung. Im Gegensatz zum Auto zum Beispiel, wo ich nur 30, 40% des Benzines, das ich zuführe, auch ausnutze. Alles verpufft eigentlich auf diesen Zwischensteps wie Getriebe und so weiter. So, dann ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn wir uns fortbewegen, der Widerstand, weil jeder Widerstand, der vorhanden ist, Windwiderstand, muss überwunden werden. Und um das zu überwinden, benötigt man Energie. So hat man in diesem Tunneltest festgestellt, dass diese Form hier, diese Tropfenform, so nennt man das, den wenigsten Windwiderstand hat. So, wenn dann diese Tropfenform aber auf dem Boden ist, wie bei der Eisenbahn, Intercity hat das ja auch, dann entstehen hier drunter noch sogenannte turbulente Strömungen, ja, die diesen Windwiderstand vervierfachen im Vergleich wie bei der Skybahn, wenn sich das oben abspielt, weil ich ja oben dann genug Fläche dazwischen habe, sodass sich diese Windverwirbelungen gar nicht entwickeln können. Und so habe ich, wenn ich das oben auf der zweiten Ebene habe, wie der Skyway-Bahn, nur ein Viertel an Energiebedarf im Vergleich zum Beispiel beim Intercity auf dem Boden. Dazu kommt, wie gesagt, wir haben kein Getriebe. Ohne Getriebe habe ich natürlich weniger Gewicht. Dazu kommt, ich kann auch die Fahrzeuge leicht bauen. Ich muss keine schweren Motoren oder keine schweren Puffer einbauen, wie zum Beispiel bei den Autos, weil nämlich das Ganze computergesteuert ist. Man hat hier automatische solche Abmessungen drinnen, so Kameras, Nocturne-Kameras, Laserstreckenmessgeräte und so weiter, die durch diese Sensoren automatisch merken, oh, da vorne ist irgendein Hindernis, dann bremsen die automatisch. Also sollte vorne ein Fahrzeug sich verlangsamen, weil vielleicht ein Motorrad ausfällt oder zwei oder gar drei, gibt es ja alles mal, dann würden die nachfolgenden automatisch bremsen und es ist somit eine Kollision ausgeschlossen. Und dadurch kann man natürlich die Fahrzeuge auch viel leichter bauen und muss sie nicht so kompakt absichern wie zum Beispiel beim Auto, wo es alle Augenblick scheppert und eben wo es so viele Verkehrsunfälle gibt. Also zusammengefasst, wir haben hier alles optimiert. Optimal die Räder motorisiert mit Elektromotoren, größte Ausnutzung, keine Getriebe, wo es keine Verluste gibt, geringsten Windwiderstand durch die Bauweise und auch durch die zweite Ebene, Leichtlauffahrzeuge, weil wir keine Getriebe beinhalten müssen, weil wir keine schwere Bauweise brauchen, weil keine Kollisionsgefahr da ist. Und alles in allem führt dazu, dass man eben extremst energieeffizient das Ganze betreiben kann. Okay, der Cursor ist nicht sichtbar. Gut, dann muss ich da mal ein bisschen aufpassen. So, dann haben wir die Anwendungsgebiete, wo kann man denn Skyway anwenden? Im Prinzip kann man Skyway überall anwenden. Jetzt schaue ich mal, ob ich einen Cursor habe. Jawohl. Man kann ihn anwenden natürlich im Schwerpunktbereich Gütertransportindustrie. Dazu muss ich sagen, das sind die Bereiche, wo Skyway ganz extrem startet. Und zwar wird man sich im Moment schwerpunktmäßig natürlich auf Erze, Baustoffe, vielleicht auch Kohle, Holz im Gebirge zum Beispiel konzentrieren, auf Lithium, das wird ja auch genutzt, das ist teilweise in den Gebirgen. Skyway kann ja bis zu 30% Steigung, später sogar noch mehr bewältigen, was kein anderes Transportmittel kann. Und der Vorteil dann ist eben so, dass man mit Skyway dieses Lithium, das ja meist sich in Gebirgen befindet, abbauen kann, was bisher nicht möglich war, wie zum Beispiel in den lateinamerikanischen Ländern wie Bolivien und so weiter. So, dann ist ein großer Schwerpunkt die Schifffahrtsindustrie. Warum? Die haben spezielle Häfen, die Fahrzeuge fahren ins Meer hinaus, man kann bis 15 bis 20 Kilometer hinaus, bis zu einer bestimmten Tiefe, nämlich bis zu 50 Meter Tiefe, kann man die Pfeiler
sogar übers Meer bauen oder ins Meer hinausbauen. Man kann dadurch sogar Inseln miteinander verknüpfen, wie zum Beispiel beim Golden Village in Indonesien, wo das möglich ist. Und man kann dadurch die Häfen wieder befreien und den Menschen zurückgeben. Vor allen Dingen dort, wo es eben schon eng wird oder wo eben die Länder schon Platzmangel haben, so kann man die Häfen eben entlasten und hat wieder ganz, ganz andere Möglichkeiten. Auch Erdölindustrie wird eines Tages kommen, weil es einfach multipel nutzbar ist in alle Richtungen. Man kann bei jedem Wetter das Ganze transportieren. Man kann zwischen den Erdölkapseln oder Gaskapseln zum Beispiel auch andere Fahrzeuge fahren lassen. Aber das ist im Moment noch nicht der Schwerpunkt. Der Schwerpunkt liegt im Moment auf der Schifffahrt und auf dem Frachtbereich, weil eben hier auch die schnellste Amortisation erreicht wird. So, dann hat man natürlich im Frachtbereich die Schwerfracht, die fährt hier oben auf dieser starren Konstellation. Man kann hier Fahrzeuge aneinander hängen mit einer Belastbarkeit bis zu 100.000 Tonnen, also das ist extrem für das, ich sage jetzt mal, relativ filigrane Konstruktionsnetz hier. Sie ist wie so eine Schachbrett, also ein Fachwerk aufgebaut, aber durch diese Hochspannung, eben diese, kann man das relativ filigran bauen. Hat noch jemand kein Bild oder nur der Volker? Also ich hoffe, dass es nicht allgemein ist. So, dann haben wir natürlich auch noch die leichteren Frachtfahrzeuge hier. Alles okay. Die leichteren Frachtfahrzeuge im Hängebereich, das wird natürlich mehr im Stadtverkehr oder bis zu 200 Kilometer Umfeld genutzt. Diese Container, die sind ja schon in der Ausarbeitung, da haben wir ja schon drüber gehört. Aber da gibt es eben auch noch eine ganz besondere Konstellation bei Skyway, nämlich nicht nur die Transportfahrzeuge, sondern auch spezielle Konstellationen oder Entleerkonstellationen, zum Beispiel auch auf Schiffen und so weiter, auf Häfen. All das ist mit Skyway machbar. Dann gibt es natürlich auch eben die drei Personengruppenverkehrsmittel, eben in der Stadt, im Regionalverkehr und im Highspeedverkehr. Der Unterschied ist einfach die Geschwindigkeit, Stadtverkehr 150 bis 200 Stundenkilometer, im Regionalverkehr, das ist also sag mal 200 Stundenkilometer ungefähr, haben wir bis zu 300 Stundenkilometer und dann gibt es natürlich noch die Highspeed-Bahnen, die bis zu 500 Stundenkilometer bisher geplant waren. Und hier sieht man eben auch den niedrigen Bedarf, wenn man den Vergleich nimmt zum Dieselmotor eben unter einem Liter. Dann gibt es noch den Anwendungsgebiet Freizeit, Tourismus, Freizeit, das heißt für uns selber auch. Soll ja später auch mal eine Art Auto für uns werden, aber auch nutzbar zum Beispiel in Freizeitparks oder eben hier zum Beispiel in Städten entlang an Flüssen und so weiter oder vielleicht über Straßen drüber wird das alles möglich sein. Später wird man das auch individuell auf Personen eben ausnutzen können und sich individuell anfertigen lassen können. All das ist mit Skyway möglich. Dann gibt es hier verschiedene Hafenlösungen. Das ist zum Beispiel eine Turmlösung. Hier sieht man das, was eben auch noch gesagt habe. Auch hier diese Bäume, diese Bepflanzungen oder auch hier Bepflanzungen sogar auf den Balkonen oder hier unten. Das ist zum Beispiel ein Hafen. Das ist in einer Stadt. Das könnte über eine Autobahn sein. Es gibt hier die verschiedensten Lösungen. So könnte ich es mir zum Beispiel auch vorstellen in Wüstengebieten. Alles ist hier möglich. Also das ist alles schon in trockenen Tüchern, wird sicherlich auch noch zusätzliche Möglichkeiten in der Zukunft geben. Und so könnte eben die zukünftige Stadt aussehen mit Skyway. Das heißt ja nicht, dass es keine Autos mehr geben muss. In den Emiraten habe ich gehört, die wollen ganz neue Städte aufbauen, nur mit Elektromobilen. Da kann ich mir zum Beispiel vorstellen, unten die Elektromobile, oben drüber die Schienenfahrzeuge. Nach und nach könnte man eben die ganze Welt eben umbauen und wieder diese ganzen Emissionen durch Benzin, Diesel und so weiter könnte man uns ersparen und die Erde wieder gesunden lassen. So, ja,
Natürlich, wenn man eine neue Technologie auf den Markt bringen möchte, dann ich kann ja viel erzählen, dann muss ich das Ganze ja auch irgendwo zeigen. Ja, das ist das Gleiche, wenn ich mein Auto kaufe, dann gehe ich auch erstmal zum Autohändler und muss sagen, ja, okay, ich möchte zum Beispiel möchte den BMW, was weiß ich, schmeiß mich weg, mir kaufen. Ich möchte den gern mal mir ansehen und vielleicht auch mal Probe fahren. Und auch hierzu gibt es eben bei Skyway ein sogenanntes Zertifizierungs- und Besichtigungscenter, nämlich den Ökotechnopark, den ersten Ökotechnopark in Minsk. Es werden hier noch weitere entstehen in den einzelnen Kontinenten, aber der erste ist eben jetzt, steht jetzt in Minsk, zwar etwa 70 Kilometer von Minsk entfernt, Hochsicherheitstrakt, ist umgeben von einem Spezialzaun, der sogar gegen Panzer abgesichert ist, hat Junitzki selbst eben entworfen, weil eben 2001 seine ersten Versuchsstrecken alle zerstört wurden in einer Nacht- und Nebelaktion. So, hier in dem Ökotechnopark haben wir hinten die Frachttrasse, die schon steht, dann haben wir hier die Leichtlauftrasse, die auch schon steht, und dann haben wir hier die Highspeed-Trasse, da steht ein Stück davon. Es hieß jetzt immer, die Highspeed-Trasse darf nicht gebaut werden. Ich habe mal was Leuten hören, vielleicht wird sie jetzt doch noch gebaut, weil Weißrussland das noch möchte. Aber das kann ich jetzt nicht zu 100% sagen. Definitiv steht fest, es wird eine Teststrecke auch in anderen Gebieten entstehen. Ich nehme an, es wird in den Emiraten sein, aber etwas Genaues wissen wir nicht. Ich habe auch schon gehört, es sollen bis zu drei Highspeed-Teststrecken entstehen weltweit. Lassen wir uns überraschen, bis uns Junitzki hier ein bisschen mehr erzählt. Fakt ist, dieser Ökotechnopark wurde errichtet aufgrund von Crowdfinancing. Das heißt, eine Menge von Kleininvestoren haben Junitzki einen Kredit gegeben und dieser Park ist eben damit finanziert worden. Und dort werden eben auch die Tests durchgeführt, die Zertifizierung des ganzen Geländes bzw. der ersten Fahrzeuge sind bereits erledigt. Derzeit, kommen wir heute auch noch dazu, arbeitet man mit einem Frachtfahrzeug, aber jedes neue Fahrzeug wird eben dort auch zertifiziert werden. Trotzdem braucht es eben noch in den einzelnen Ländern oder Kontinenten auch nochmal Teststrecken, weil natürlich dort andere klimatische Bedingungen sein können oder andere rechtliche Bedingungen sind. Und deshalb werden dann da auch noch diverse Teststrecken entstehen. Aber die werden entweder von Investoren finanziert oder vielleicht auch auf Crowdfunding, aber das glaube ich jetzt eher weniger. Der hier jedenfalls wird komplett über Crowdfinancing oder Crowdinvesting von einer Menge von Menschen eben finanziert, die eben Junitzki hierzu einen Kredit geben. So, und hier haben wir nochmal die einzelnen Entwicklungsetappen der Skyway-Technologie. Das Ganze begann vor 40 Jahren mit der Entwicklung durch Junitzki. 2000, also vor 2000 waren schon die ersten Tests, die 2001 leider krass geendet haben, nämlich mit der Zerstörung der ersten Teststrecken. Aber es gab damals eben vor 2000 schon den Lebend und den Terehyn, reiche Russen, die eben das Ganze schon unterstützt haben. Und dieser LKW, der ja jetzt im Ökotechnopark stammt, der wurde damals schon vor 2000 eben für Testzwecke eingesetzt. Eben für diese Schienenhaltbarkeit. So, 2014 hat man dann diese Crowd-Investing oder Crowd-Financing-Etappen gestartet, und zwar gibt es hierzu einen 15-Etappen-Plan. In jeder Etappe wird eine gewisse Menge an Geld gesammelt und es werden gewisse Arbeiten erledigt. Und zurzeit stehen wir ja kurz davor, von der Etappe 10 in die Etappe 12 zu gehen, weil da ja ein Herr war, der sich da etwas intensiver eingekauft hat. Aber da komme ich noch dazu. Fakt ist, 2014 wurde mit den ersten Geldern das Design entwickelt. 2015 hat das Bauvorhaben gestartet mit den Rodungsarbeiten des Ökotechnoparks. 2016 startete man dann mit der InnoTrans die Demonstration und 2016 im Dezember mit der Zusammenarbeit mit
St. Petersburg eben den Zertifizierungsprozess, der dann 2017, Ende 2017 beendet war. Und 2017 startet man dann eben mit den Verträgen die Markteinführung. Und 2018 ist das Jahr der Bauten. Also das heißt, das Jahr, wo alle regionalen Bauprojekte starten. Nicht alle, aber ein Teil, der eben machbar ist. Man kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Man muss erst klein beginnen, soweit ich gehört habe, in 5 Ländern. Und schauen wir mal, was genau alles da noch passiert. Wir werden das Schritt für Schritt definitiv erfahren. Und demnächst, denke ich, werden wir einiges sehr, sehr Interessantes erfahren. Freut euch drauf. So, dann, wie gesagt, 2016 mit der InnoTrans begann die Vermarktung hier mit Rod Hook, der damals Junitzki vertreten hat, weil er kein Visum bekommen hat. Das bin übrigens ich nochmal. Das war der Knackpunkt, wo ich mich entschieden habe, Junitzki zu unterstützen und eben die Informationen für das Unternehmen zu sprechen. Dann waren weitere Messen in 2016 wichtige, 2017 waren wichtige Messen, vor allen Dingen Indonesien und eben in Indien diese Messen. Dann ging es weiter 2018 wieder, Entschuldigung, mit Messen, eben ein Forum in Thailand. Also wir sehen hier schon wieder ganz neue Länder, wo die Sprache ist über in Thailand, dann Malaysia, glaube ich, und so weiter ist da verknüpft. Dann natürlich die große Railway Tech in Indonesien, das zweite Mal. Und natürlich jetzt, da komme ich noch dazu, die Future City Show, die jetzt vom 9. bis 11. stattgefunden hat. Dieses Jahr wird dann noch die Singapur-Messe sein und natürlich jeder von uns, der Zeit hat, sollte dabei sein bei der großen InnoTrans in Berlin vom 18. bis 21. Ich verrate euch eins, es wird wahrscheinlich am 22., wenn es alles klappt, noch eine Veranstaltung danach sein. Also plant bitte entsprechend ein. 21. ist der Freitag, 22. mit einplanen. Da wird noch eine große Veranstaltung sein, so wie es zumindest im Moment aussieht. 2016 war sie dann am Abend danach, aber ich denke, dass dieses Jahr viel, viel mehr Investoren dorthin reisen und es wird dann, zumindest ist das im Moment so im Gespräch, am 22. da noch eine große Veranstaltung sein, wo die Investoren eben Informationen bekommen und wo uns natürlich auch dann sicher Junitzki, sofern er kommen darf, muss man ja langsam immer bezweifeln, eben uns sicherlich einiges erzählen wird dazu. So, und ja, es gibt natürlich auch Unterstützer aus den Emiraten, da komme ich, gehe ich jetzt nicht mehr weiter drauf ein, da sind wir eh schon drüber, aus Indien mit Dalai Lama und aus Mr. Chang für Südkorea. Dann ganz wichtig, dass eben die Hochschulen jetzt aus den unterschiedlichsten Bereichen schon unterstützen, natürlich aus Minsk. Die Hochschulen, die Universitäten, wichtig, dort erhält er auch schon Vorträge, aber ganz, ganz besonders wichtig diese MIIT, also aus Moskau, die sie ja 2006 noch gesagt hat, nein, das funktioniert nie und das geht gar nicht. Aber Hut ab, sie haben sich 2017 hier, dieser Herr, der Wladimir Fridkin, ist in den Ökopark gefahren, hat sich das Ganze angesehen und hat gesagt, jawohl, wir haben uns getäuscht. Das Ganze funktioniert. Sie haben sogar dann eine Begutachtung abgegeben im Dezember, haben bestätigt, dass es funktioniert und haben dann bei der Moskauer Messe eine Zusammenarbeitsmemorandum unterschrieben, sodass jetzt bei der Hochschule eben Studenten ausgebildet werden, die dann im Ökotechnopark oder bei Skyway eben dort auch ihre Abschlussarbeiten absolvieren dürfen. Was sehr wichtig ist, wenn ich so etwas Großes aufbaue, brauche ich ja auch Techniker, die das Ganze eben dann später weltweit auch arbeiten können. Und daher ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man mit den diversen Hochschulen zusammenarbeiten kann. So, dann gibt es natürlich schon einiges an abgeschlossenen Verträgen, Memoranden und so weiter in Australien, in Indien. Hier ganz groß der Start eben mit Scharkand und Dharamshala bei Dalai Lama. Dann in Indonesien das große Memorandum über 42,5 Milliarden Golden City und den Hafen Fort Jorong. Hier haben wir ein Bild davon.
ganz, ganz groß. Dort ist ja diese Dame, diese Rechtsanwältin, die Skyway Indonesia hat, wie in Australien Rotuk die Skyway-Tochter, Skyway Australia. Dann natürlich das große Thema, gestartet dort mit dem ersten Vertragsabschluss. Aber da hören wir heute noch ein bisschen mehr. Und ich denke mal, wenn Junitzki jetzt endlich auspackt und sein Statement abgibt, dann werden wir so richtig die ganz großen Informationen hören. Und ich verrate euch eins, setzt euch gut hin dazu. So viel kann ich euch schon mal verraten. Setzt euch gut hin. Also das wird was Großes. Auch in Russland ist einiges. Region Irkutsk-Memorandum, Tscheljabinsk, auch hier, das sind Gebirgsregionen, die nur erschlossen werden können über die Möglichkeit mit Skyway. Deshalb hier in vielen Bereichen, das ist nur ein Teil davon, es gibt noch Schakarow, es gibt noch viele andere, dann haben wir noch Lateinamerika, wir haben noch Bereiche Kasachstan, wir haben noch die Antarktis, es wird noch Afrika ein Thema sein. Vieles, vieles mehr, das ich hier gar nicht habe. Also weltweit großes, großes Interesse und natürlich in der Heimatstadt von Minsk auch hier eine kleine Vertragsunterzeichnung als erstes über den Fluss Dnepr in Mogiljew. Auch in der Presse immer mehr Junitzki hier auf der Titelseite, hier nur noch jede Menge von Artikeln in Russland, überall in Italien. Ich habe jetzt alles gar nicht mehr eingebaut. Ich mache mir gar nicht mehr die Mühe. Ich zeige es nur immer aktuell in den Webinaren, wenn wieder was Neues kommt. So, die Zertifizierung, wie gesagt, abgeschlossen mit dem Forschungs- und Bildungszentrum St. Petersburg. Die ersten Schritte, hier einiges Expertenprüfungen aus Australien und Auszeichnungen über Auszeichnungen. Hier die gesamte Absegnungen für den Ökotechnopark und die Fahrzeuge, die schon eben zur Erprobung vorgestellt wurden. Und nun komme ich zu den wichtigsten News und zu der Messe, die Messe, die alles, alles verändert hat. So viel kann ich euch schon mal sagen. Future City Show 2018 in Dubai vom 9. bis 11. April. Die aller wichtigste Messe überhaupt. Und glaubt mir, wenn Junitzki auspackt, dann wird euch bewusst werden, wie wichtig diese Messe ist. Ich kann euch so viel schon mal verraten. Diese Messe, natürlich sind wir seit 15 Jahren in Verhandlung. Nur diese Messe hat den Arabern die Augen geöffnet. Diese Messe ist es, die wirklich alles verändert hat. Und hier dazu ein paar Bilder. Es ist die wichtigste Messe der gesamten Innovation weltweit. So viel kann ich euch schon mal verraten. So, hier ein paar Bilder. Sie haben in Junitzki schon den roten Teppich ausgelegt. Ne? Ist das nicht herrlich? Den roten Teppich. Was anderes gibt es doch gar nicht für uns. Und hier haben wir die Scheichs. Hier haben wir sie, wie sie das Ganze unterstützen. Warum ist diese Messe so extrem wichtig? Ja, erstens mal, weil sie so viel Wert auf Innovation legt. Die Araber, die haben extrem viel Geld, ja, aber sie legen auch sehr, sehr viel Wert auf Innovationen. Und deshalb ist diese Messe die wichtigste überhaupt. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe. So, auch unsere Partner von Skyway Capital waren dabei, sie durften dabei sein. Und ich kann euch eines sagen, ich habe sie ja jetzt am Wochenende alle wieder getroffen in Jurmula. Die platzen fast, weil sie nichts sagen dürfen, weil sie Schweigepflicht haben, bis Junitzki uns endlich sein Statement abgibt. Und ja, die platzen fast und ich auch. Na, ich sage lieber nichts. So, Fakt ist, freut euch auf dieses Statement. Es soll Anfang Mai kommen. Ich hoffe jetzt endlich, es hieß Mitte April, jetzt müssen wir warten bis Anfang Mai. Aber glaubt mir, es wird sich lohnen. Und Junitzki hat ja jetzt seinen Geburtstag gefeiert, komme ich dann auch noch dazu. Aber lassen wir ihm die Freude, lassen wir ihm die Zeit. Aber eins könnt ihr euch ganz, ganz sicher merken, diese Messe hat alles verändert. So viel kann ich euch schon mal verraten. So, hier noch ein paar Bilder eben. Auch hier ein Partner, der aktiv auch bei Capital ist aus Afrika, so viel darf ich euch auch schon mal verraten. Indien, Europa, also weitere geschäftliche Treffen haben dort stattgefunden.
dann sind hier natürlich die Scheichs, die sich wirklich informiert haben. Und sie haben alles live gesehen. In dem Moment hat es bei denen Klick gemacht. Es hat Klick gemacht, ja. Und deshalb, ja, hat auch Junitzki nichts verraten. Übrigens, wen es interessiert, hier ist ja Inetta, die gehört ja zur Vorstandschaft und das hier ist ihre Tochter, ja, die auch schon bei Skyway dabei ist. Ich kenne hier nicht die einzelnen Personen, aber ihr könnt davon ausgehen, dass die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und was bei denen nämlich keine Rolle spielt, das kann ich euch schon mal verraten, das ist Geld. Ja, und das ist nämlich auch das Entscheidende, warum Dubai, so viel kann ich euch auch schon verraten, der Startschuss wird und auf das wird der gesamte Fokus jetzt gesetzt in nächster Zeit. Dubai wird fokussiert. Die werden jetzt hofiert. Und wie gesagt, der rote Teppich ist also für Junitzki ausgelegt. So, hier nochmal natürlich Bilder von Dubai. Und dann natürlich, wir haben es ja live mitbekommen, plötzlich hieß es Etappenwechsel gestoppt. Nein, es ist nichts. Wir haben uns, ja, ich habe es Vormittag erfahren dürfen, gebe ich zu. Ich durfte euch nichts sagen. Es hieß, es wird erst dann um 19 Uhr offiziell verkündet. Etappenwechsel wird ausgesetzt. Für 14 Tage nochmal die Chance. Und es kommt zum Etappensprung, weil aus den Emiraten 25 Millionen eben geflossen sind in den Öko-Techno-Park. Sie haben sich dicke eingekauft. Und ihr könnt davon ausgehen, wenn die sich eingekauft haben, dann wissen die ganz genau, warum. Ja? Ihr werdet euch vielleicht fragen, warum kaufen Sie nicht alles gleich ein? Fragt euch lieber mal, was werden Sie noch tun, damit diese 25 Millionen, die Sie investiert haben, sicher sehr lukrativ sich vermehren werden. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Definitiv. Also wie gesagt, 25.04. ist der Wechsel von 10 in 12 aufgrund dessen, dass die Emirate hier ein paar Unternehmen sich mit 25 Millionen, das ist für die Spielgeld, eingekauft haben. So, eine weitere Online-Plattform ist zahlreich mit vielen, vielen Seiten. Ich kann kein Russisch, aber eines kann ich, nämlich Bilder mir ansehen, ja? Und ich habe euch gezielt ein paar Bilder hier rausgeholt. Das ist übrigens die Titelseite, das Bild kennt ihr, das ist ja im November passiert. Hier die Türme. Aber schaut euch mal eines hier an und ich legt mal euren Fokus auf dieses Bild. Und ich sage euch eines, das ist keine Utopie. Ja, das ist keine Utopie. Mit dem nötigen Kleingeld ist das keine Utopie. So, mehr sage ich nicht dazu. Ihr könnt euch selber denken, was ihr wollt. So. Dann ist Skyway als Technologie des Jahres in Weißrussland ausgezeichnet worden. Und nicht nur Skyway, sondern auch die Baufirma Monobuild, die der Hauptauftragsnehmer für den Ökotechnopark für Skyway ist. Also ihr seht, es ist hier extrem was los im Moment, auch wenn wir die super Nachrichten noch nicht haben. Aber jede Woche irgendwelche Nachrichten. Ich wundere mich irgendwie manchmal, wie sie das überhaupt noch bewältigen. Was ich noch nicht gesagt habe, auch das Konstruktionsbüro ist ja jetzt von 430 auf 530 um 100 Personen aufgestockt worden wieder. Man hat ja die vierte Etage jetzt, die Leute sind ausgezogen, dazu bekommen und so konnte man das Gebäude eben um 100 Personen erweitern, was ja auch dringend notwendig ist für das, was jetzt auf uns zukommt. So viel kann ich euch schon mal verraten. Dann hier nochmal die Auszeichnungen für die Technologien des Jahres beziehungsweise für die Baufirma. So, dann gibt es ein wunderschönes YouTube-Video. Ich habe hier ein paar Seiten herausgeschnitten. Leider kann ich es euch nicht live zeigen, weil YouTube hier in diesem Tool nicht mehr geht, nur Vimeo. Sonst hätte ich euch das gerne live gezeigt. Aber in diesem YouTube-Video kann man eigentlich schon ein bisschen erkennen, was ist. Seht euch das mal an. Wüste. Wüste. Aladdin und die Wunderlampe. Wüste.
Schaut euch mal diese Zahlen an. Und hier haben wir Abu Dhabi. The one who owns the technology. Also die ersten, die die Technologie besitzen, kontrollieren die Entwicklung. Ich hoffe, mehr muss ich euch nicht sagen. Dieses YouTube-Video, das wirklich sehr, sehr schön ist, sagt mir alles. Ja? Und so könnt ihr euch schon eure eigenen Gedanken machen, was demnächst auf euch zukommt. Ich habe euch ein paar so Winks mit dem Gartenzaun gegeben. Und wer gut aufgepasst hat, der wird verstehen, was ich meine. So, Tests im Ökotechnopark laufen aktuell mit dem Unitrack U431, das kleine Unitrack-Fahrzeug. Natürlich jedes einzelne, das 48-Personen-Fahrzeug wird auch demnächst wahrscheinlich kommen. Hier geht es um die Sicherheitsanforderungen und vor allen Dingen um Lärmbelästigung. Hier hat man Messungen durchgeführt in einem Abstand von 7,5 Meter Abstand mit diesen Messgeräten hier. Gibt es auch ein Interview, könnt ihr euch alle dann auch ansehen eben. Und das Geräuschniveau liegt unterhalb der vorgeschriebenen Norm, die sie sich selbst auferlegt haben. Und das sind eben die ersten Tests vor der endgültigen Abnahme bei der Zertifizierung. So, und nun nochmal herzlichen Glückwunsch. Anatoly Junitski, am 16.04. hat er seinen Geburtstag in Dubai verbracht. Auf Wunsch der Skyway-Partner dort hat er mit ihnen gefeiert. Happy Birthday auch aus Germany, denke ich mal Österreich, Schweiz nochmal, die es vielleicht noch nicht gemacht haben. Wir freuen uns, wir danken dir, liebe Anatoly, für deine Riesenchance, die du uns gegeben hast, als Kleininvestoren hier dabei zu sein bei dieser grandiosen Technologie. So, und dann noch die wichtigsten News aus dem russischen Webinar von gestern. Also die Geschäftsvorgänge im Nahen Osten schreiten gut voran. Wir sprechen jetzt hier wieder vom gesamten Nahen Osten. Demnächst werden die ausführlichen Informationen hierzu erwartet. Also auch das, was ich eh schon angedeutet habe. Abu Dhabi habe ich als Bild hier eingebaut. Aufgrund der aktuellen Gegebenheit, und jetzt hört mir gut zu, ist damit zu rechnen, dass die Finanzierung des Ökotechnoparks um den Zeitpunkt des Ökofestes abgeschlossen sein könnte. Bitte achtet auf das Wort könnte, ja, ist kein Versprechen. Aber es kann sein, dass das Crowdfinancing dann um den Zeitraum des Ökofestes geschlossen wird. Ökofest soll, so wie es im Moment aussieht, so Anfang bis Mitte August statt sein. Es kann kurz vorher der Fall sein, es kann während des Festes sein oder kurz danach. Also, wir werden nicht mehr so sehr, sehr lange Zeit haben. Ja, also der erste Teil haben wir ja mitbekommen. Jetzt werdet ihr sagen, wir haben noch drei Steps. Wartet die News ab, dann werdet ihr verstehen, von was ich spreche. So, die Tests der Blockchain-Plattform laufen auf Hochtouren und werden demnächst im Ökotechnopark einem Schlusstest unterzogen. Dort werden Alexei und Sibiriakov hinreisen, werden das Ganze durchführen. Übrigens ist das Ganze entstanden auf Wunsch von Anatoly. Er hat die beiden eben beauftragt, diese Blockchain-Technologie zu integrieren und das Ganze zu machen. Es sollen hierzu auch Vorführungen beim Ökofest sein. Und noch in diesem Jahr sollen Tests stattfinden mit den Highspeed-Modulen. Fragt mich bitte nicht wo, aber ich denke mal, das Ganze wird sehr, sehr schnell errichtet sein mit entsprechendem Kapital. Mehr sage ich nicht. Das Modul von Skyway mit der Geschwindigkeit von 1000 Stundenkilometer wird auch bereits projektiert. Also wir reden hier schon von ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Wir brauchen gar kein Hyperloop mehr, weil wir reden hier nicht mehr von 500, wir reden hier schon auch von einer Aufstockung in der nächsten Zeit. Ich sage jetzt mal hier, es wird nicht dieses Jahr sein, aber das Ganze wird schon projektiert. Also man ist auch schon am Basteln an Geschwindigkeiten bis über 1000 Stundenkilometer. So. Und der Name des Tokens,
ist schon bekannt. Jetzt muss ich kurz spicken. Ich habe es bewusst nicht eingebaut, wie er heißt. Gebt mir einen kleinen Moment Geduld. Er hat auf alle Fälle, so viel kann ich euch verraten, nichts zu tun mit Skyway. Und das hat auch seinen Grund, weil der Name Skyway Token und so weiter leider schon missbraucht worden ist. Der andere ist der, da, andere, kannst du vielleicht den Namen reinschreiben? Ich habe leider im Moment keinen Zugang zu WhatsApp. Vielleicht kannst du den Namen kurz mal reinschreiben. André, weil man hat mir mein Handy geklaut und ohne Handy kann ich nicht auf WhatsApp zugreifen und der André hat mir die Information weitergegeben. Also ihr kommt da nie drauf, wie der heißen wird, weil er wirklich überhaupt keinen Bezug hat zu Skyway und das hat natürlich einen ganz, ganz wichtigen Grund. So wie ich das sehe, wird es losgehen mit dem Token Vorverkauf mit der Etappe 12. Legt mich nicht darauf fest, aber ich höre so, dass so läuten, dass also mit der Etappe 12 zumindest der Vorverkauf starten wird. Wer sich mit dem Thema Krypto schon befasst hat, der weiß, dass bei solchen Themen immer eine sogenannte Pre-Launch-Phase gibt, einen sogenannten Vorverkauf. Und dieser Vorverkauf ist einzig und allein uns als Investoren, als die Partner, die bei Skyway Capital ein Backoffice haben und eben darüber investiert haben, vorbehalten. Der andere findet es, glaube ich, nicht in seinem WhatsApp. André, du hast es mir über WhatsApp geschickt. Ansonsten sind wir jetzt soweit durch. Er wird es sicherlich noch finden. In der Zwischenzeit mache ich jetzt mal weiter. Wir reden hier vom Ökofest. Wie gesagt, so wie es im Moment aussieht, in den ersten 2 Wochen im August. Termin soll bekannt gemacht werden ab 1. Mai. Vielleicht auch am 1. Mai, also es kann sein, dass es aber auch ab 1. Mai wird. Woran ist es abhängig? Es muss natürlich alles terminiert werden. Kleinen Moment zu dem Thema, komme ich gleich noch. Messe in InnoTrans. Es muss natürlich alles mit Junitskis Terminen übereinstimmen. Man möchte ihn ja unbedingt dabei haben und deshalb konnte der Termin 7.7. nicht gehalten werden. Jutas. Genau, also man schreibt UTAS, aber man spricht es UTAS. Ja, das wird der Skyway-Name, Token-Name sein. UTAS. Okay? Wie Uhu. Ja. Uhu. Okay, also UTAS. Und man wird sicher beim Ökofest vieles Interessantes sehen, unter anderem. Genau, unter anderem natürlich auch die Flugdrohnen. Die Flugdrohnen werden sicherlich nicht fliegen, ja, weil das viel zu gefährlich ist. Eine Drohne kann einfach runterfallen, ja, wenn mal irgendwas schief geht. Und das wäre natürlich viel zu riskant, wenn da so viele Menschen sind. Aber so wie es hieß, darf man sie dort bewundern. Ich sage es immer wieder, kein Mensch hat geglaubt, dass Junitzki, als er gesagt hat, er baut die Flugdrohnen selbst, keiner hat es geglaubt und trotzdem hat er es geschafft. Also es ist immer wieder unglaublich, was dieser Mann alles schafft. Also sobald der Termin steht, kümmert euch drum, um die Flüge, das ist das Erste. Und dann, ja, wenn es soweit ist, bitte alle, meldet euch bei mir oder bei irgendjemand von der Deutschland Gruppe, Österreich-Gruppe, meldet euch, wer dabei sein wird. Wir werden dann wahrscheinlich ein Google-Form erstellen und da tragt euch bitte ein, ich werde dann das weitermelden an Minz, an die Verantwortlichen wegen Hotels und so weiter, dass wir alle gleichzeitig also in einem Hotel untergebracht sind und dass das mit Bussen dann ganz anders funktioniert wie letztes Jahr beim Ökofest. So nicht alle zu Fuß laufen müssen. Ich muss heute noch sagen, wie Sigrid mit ihren Krücken, wie sie mitmarschiert ist. Aber wir waren eine super Truppe und wir hatten viel Spaß von großer Hitze bis zum Regen. Also es war ein ganz, ganz tolles Fest und ich kann nur jedem empfehlen,
Auch Minsk ist eine tolle Stadt. Versucht dabei zu sein und sobald es soweit ist, buchen wir die Flüge und dann geht's auch. Wir kümmern uns darum, euch Möglichkeiten anzubieten, wo man übernachten kann. Das sei schon mal soweit versprochen. So, zum Thema InnoTrans. Wie gesagt, also ich weiß es noch nicht sicher. Ich weiß nur, dass wir am Planen sind, eben dass am 22. eine größere Veranstaltung sein soll. Und deshalb, wer nur einen Tag dort sein will, der plant dann besser den 21. ein, den Freitag und den Samstag dazu und vielleicht am Sonntag nach Hause. So, ansonsten Karten für die InnoTrans braucht ihr noch nicht kaufen und weil die Frage immer ist, darf man da überhaupt rein? Also ich bin 2016 auch reingekommen und habe es auch um diese Zeit noch nicht gebucht. Da braucht ihr keinen Stress haben. Wenn es soweit ist, kriegt ihr von uns Bescheid. Dann sagen wir euch so, jetzt könnt ihr über die und die Seite buchen. Ja, macht euch da jetzt noch keine Gedanken. Ich habe auch noch nicht gebucht. Wenn, dann könnt ihr höchstens mal schauen, wegen Zimmer buchen, das ja, oder wegen Flüge buchen, das ja. Aber alles andere braucht ihr jetzt noch nicht machen. Okay, ist die Frage soweit beantwortet, Hans-Joachim? Ich hoffe. So, dann bin ich soweit am Ende. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Erwarten wir voller Spannung, was da demnächst kommen wird. Ich weiß, sie spannen uns schon auf die Folter jetzt ewig, aber glaubt mir, es lohnt sich, es lohnt sich. Ja? Und wir werden alle uns sowas von freuen und habt noch ein bisschen Geduld, die Zeit wird vergehen. Wir haben ja jetzt schönes Wetter, geht spazieren und gönnt dem Junitski, dass er das in aller Ruhe vorbereiten darf. Und er hat allen Sprechverbot erteilt. Er möchte euch ganz speziell eigenständig diese freudigen Nachrichten überbringen. Und machen wir so weiter. Ich kann euch nur eines sagen. Sagt jeden, den ihr mögt, erzählt jeden davon, gebt jedem die Chance, habt keine Hemmungen und wer nicht will, wer möchte, der kann dann sich einfach registrieren im Backoffice, kann sein eigenes Backoffice eröffnen, kann sich alles in Ruhe anschauen und wenn er möchte, kann er dabei sein, wenn er nicht möchte, kann er es bleiben lassen, ja? Aber informiert und Junitski ist natürlich, er bedankt sich ganz besonders bei seinen kleinen Investoren. Er sagt, nur ihr habt es mir ermöglicht, dass ich heute da bin. Ja, dass ich heute da bin, wo mich jetzt alle unterstützen, wie eben auch die Emirate, die immer gesagt haben, wir sehen uns als Türöffner für Skyway in die Welt hinein. Und trotzdem ist es so, dass es nur über die kleinen Investoren möglich war. Ja, und deshalb herzlichen Dank an alle, die Junitski hier unterstützt haben. Herzlichen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch, Anatoli. Du bist der Beste, wir setzen auf dich. Schönen Abend.